Ich schätze es sehr, dass wir heute Abend, dass die Veranstalter sehr bewusst eine Perspektive gewählt haben, die eben den Blick verkehren möchte, die den Blick umkehren möchte. Das ist auch in meiner Forschung ganz besonders wichtig, denn über die Türkei und über Europa zu sprechen, ohne in einen Orientalismus zu verfallen, ist sehr oft eine Herausforderung. Das sehen wir jeden Tag, wenn wir die Zeitungen aufmachen, wenn wir Politikern zuhören, wenn wir Analysen anhören, ist es sehr häufig so, dass sich bestimmte Muster, die von Edward Said als Orientalismus beschrieben worden sind, also wie ist eigentlich der Blick auf Europa, von Europa in den Orient. Ja, wir haben ja noch viele Lehrstühle, die tatsächlich noch Orientstudien heißen, ja, und die sich mit der Türkei auseinandersetzen. Wie können wir die türkisch-europäischen Beziehungen jenseits von einem Orientalismus herangehen? Denn ein Aspekt von diesem Orientalismus ist ja, in dem sogenannten Orient das exotische Andere zu sehen. Ja, und diese starke Betonung der Differenz überdeckt eigentlich sehr oft eventuelle Gemeinsamkeiten, die da sind, da sein könnten. Ja, der Blick auf das andere als in der Differenz ist ein Blick gewesen, der insbesondere auch die Forschung, sei es in der Literatur, Kultur, über den Orient eine sehr wichtige Rolle gespielt hat. Und in den vergangenen Jahrzehnten gibt es sehr viel Kritik zu dieser orientalistischen Perspektive. Und diese Kritik hat auch sehr viele fruchtbare neue Ansätze hervorgerufen, wo eben in einer wechselseitigen Auseinandersetzung, ja, wenn wir auf den Blick der Türkei nach Europa schauen, gehört natürlich auch immer der Blick von Europa in die Türkei auch mit hinzu. Also eine wechselseitige Analyse ist in meinen Studien ein ganz wichtiger Aspekt. Im Jahr 2004 hat die türkische Soziologin Meltem Ahizkar in einem Artikel geschrieben, als sie über die Kandidatur der Türkei, über den Beitrittskandidatur der Türkei sagte sie, die Türkei im Wartezimmer Europas. Ja, das ist so eine Metapher, der vielleicht dieses lange Warten, was Frau Thelen vorhin angesprochen hat, sehr gut umreißt. 1959 war der erste Schritt getan für eine Annäherung, allerdings ist bis heute eine Mitgliedschaft ist nicht vollzogen worden, und wenn wir jetzt hier auch realistisch uns das anschauen, ist sie auch in sehr absehbarer Zeit erstmal nicht zu sehen. Ganz besonders ist an der türkisch-europäischen Beziehung, dass nur mit der Türkei in ein Verhältnis eingetreten worden ist, was mit den anderen Staaten, die Beitrittskandidaten wurden, nicht getan wurde. Bisher war es in der der EU-Erweiterung immer so, wenn einem Kandidaten der Beitritt zur Aussicht gestellt wurde, war das immer auch mit einem Datum verbunden. Ja? In 5 Jahren, in 7 Jahren, in 10 Jahren. Ja? Mit der Türkei war es das erste Mal, dass das tatsächlich durchbrochen wurde. Und obwohl die Verhandlungen für einen Beitritt verkündet wurden, wurde eine Beitrittsperspektive durch die Ankündigung eines Zeitrahmens eigentlich nicht gegeben. Ja, und diese Konstellation, diese Asymmetrie auch im Vergleich zu den anderen Kandidaturen, aber im Rahmen des Erweiterungsprozesses, ist etwas, was vielleicht diese Asymmetrie insgesamt doch auch ein bisschen umschreibt, wenn wir über das Verhältnis EU und die Türkei sprechen. Und mein Eindruck aufgrund der Beobachtungen, der Reaktionen innerhalb der Türkei zu Europa ist, dass genau auf diese Asymmetrie nun gerne verzichtet werden möchte. Ja, also was ich unter De-Europäisierung beschrieben habe in diesem Aufsatz, auf den Frau Thelen hingewiesen hat, bezieht sich darauf, dass wir seit geraumer Zeit, seit einigen Jahren beobachten können, eine ganz neue Haltung
seitens der türkischen Regierung, die sich auch von den vorhergehenden Regierungen insoweit auch von einem Selbstbewusstsein auch sich so unterscheidet, dass sie sagt, na, dann wollen wir, ne? Also die Todesstrafe können wir ja wieder diskutieren. Und das ist jetzt nicht, ich spreche jetzt nicht über die Diskussion, die diesen Sommer stattfand, sondern 2012 wurde seitens damals des damaligen Ministerpräsidenten Erdogans zur Disposition gestellt, dass man die Todesstrafe doch wieder einführen könnte, weil sie zum Beispiel in Russland, in den USA oder in China auch gibt. Und wohlwissend, dass das ein absolutes Ausschlusskriterium für eine EU-Kandidatur ist, wurde dieser öffentliche Diskurs einige Wochen lang sehr offensiv betrieben. Nun, in dieser Haltung, ja, in dieser Haltung der türkischen Regierung, insbesondere auch durch den sehr stark in der Öffentlichkeit präsenten, damals Ministerpräsidenten und jetzt Staatspräsidenten Erdogan, deutlich werdende Neuorientierung, die die EU zu einer Alternative von vielen macht, unterscheidet sich natürlich diese Haltung sehr stark von dem vorherigen Ziel verschiedenster Regierungen und Eliten innerhalb der Türkei, dass am Ende das Licht des, am Ende des Tunnels Europa ist. Ja? Und in diese Relativierung, dass die EU eben nicht das ultimative Ziel, sondern eine mögliche Alternative von anderen eventuell lukrativen Alternativen sein könnte, ist etwas, das natürlich nicht nur die Außenpolitik, sondern auch die Innenpolitik in der Türkei sehr stark markiert hat. Wir können sehr deutlich eine gesellschaftliche Transformation feststellen in der Türkei, in der eben aus einer in die Zukunft hinausgerichteten hinausgerichteten Europäisierung nun Kraft und Identität aus einer Vergangenheit geschöpft wird. Ja, früher war die Türkei, und mit dem Früher wird auf die osmanische Vergangenheit bezogen, früher war die Türkei eine sehr wichtige, große Macht. Die Thesen von dem früheren Außenminister und bis vor kurzem auch noch dem Ministerpräsidenten Ahmet Davutoğlu, wo er über die strategische Tiefe der Türkei spricht und eine neue Rolle für die Türkei in der Region, in der Welt sieht, ist eine, die auch in der Gesellschaft, unter denjenigen, die auch diese Regierung Unterstützung geben, sehr viel Resonanz gefunden hat. Was wir allerdings natürlich auch sehr stark beobachten können, ist, dass es nicht nur eine Türkei gibt, sondern natürlich die Gesellschaft genauso heterogen ist wie viele andere, wie die meisten Gesellschaften eben auch. Und ich denke, hier ist natürlich auch in Bezug auf das Verhältnis Europa ein weiterer Bruch unter denjenigen zu sehen, die insbesondere 2013 eine Enttäuschung erfahren haben. Ich spreche hiermit die Proteste damals auf dem Taksim-Platz, die Gezi-Proteste an, wo es wo die Regierungskritiker, die Oppositionellen in ihren Protesten, der zum ersten Mal wirklich eine sehr breite nationale Komponente angenommen hatte im Juli, im Juni 2013, da hat auch ein weiterer Bruch unter denjenigen natürlich dann stattgefunden, die bisher sich in der Opposition zu der gegenwärtigen Regierung sich Unterstützung erhofft haben aus Europa. Dieser Teil der Gesellschaft, der sich noch sehr stark bis vor kurzem sich auch nach Europa verortet hat, sieht sich zunehmend im Stich gelassen. Das letzte Beispiel dafür ist mit Sicherheit der sogenannte Flüchtlingsdeal, der zu einem Zeitpunkt kam in der Türkei, wo die Regressionen innerhalb der demokratischen Entwicklungen am Zenit waren. Die Nähe zur Türkei seitens der EU wurde nicht gesucht, als tatsächlich sehr viele demokratische Reformen durchgeführt wurden, sondern erst an dem Punkt, als 2000
15, kurz nachdem die Friedensverhandlungen mit den kurdischen Parteien beendet wurden und erneut die Auseinandersetzungen und Konflikt, die militärischen Operationen in den kurdischen Gebieten angefangen hatten, also genau zu dem Zeitpunkt, als es wieder die demokratischen Einbußen sehr stark stattfanden, wurden die Beziehungen zwischen der EU und seitens der EU mit der Türkei reaktiviert, um in der Flüchtlingspolitik auf gemeinsame Lösungen sozusagen zu kommen. Dieser Flüchtlingsstil, da möchte ich gerne auch kurz darauf eingehen. Dieser Flüchtlingsstil ist für mich ein Aspekt, den wir noch viel stärker auch in der Öffentlichkeit diskutieren sollten, auch hinsichtlich der türkisch-europäischen Beziehungen, weil dieser etwas nicht nur über die Türkei, sondern auch sehr stark über die EU aussagt. Dieser Flüchtlingsstil ist nicht neu, sondern hat natürlich in den verschiedenen Nachbarschaftsabkommen der EU mit den Ländern zuvor im maghrebischen Raum und in der direkten Nachbarschaft Europas eine sehr wichtige Rolle schon zuvor gespielt. Vielleicht erinnern sich einige von Ihnen an die Vereinbarungen und die Annäherungen, die 2005 mit Gaddafi stattfanden. Ein damaliger persona non grata, der dann in der Hoffnung, dass er die damalige Zunahme von Flüchtlingen eindämmen könnte, wurden auch mit ihm Vereinbarungen getroffen, die eigentlich, wo alle Beteiligten sehr, sehr wohl wussten, dass natürlich Libyen kein sicherer Drittstaat war, so wie auch heute in der Türkei natürlich allen näheren Beobachten deutlich sein müsste, dass die Türkei auch heute kein sicherer Drittstaat ist. Wir haben diese Veranstaltung heute am 10. Oktober, das ist der traurige Jahrestag von dem Ankara-Attentat letzten Jahres ist, wo über 120 Menschen gestorben sind. Das war nur ein Auftakt zu noch viel mehr Gewalt und Konflikten innerhalb der Türkei. Und dass in diesem Zeitraum, in dem für die Bevölkerung der Türkei, nicht nur die kurdische, nicht nur die alevitische, sondern tatsächlich auch für die breite Mehrheitsbevölkerung innerhalb der Türkei ein zunehmend unsicheres Land wird, hat die EU festgesetzt, dass sie ein sicheres Land für Flüchtlinge ist. Das ist ein großer Widerspruch, der mich zu der Frage führt, was wir überhaupt mit diesen Widersprüchen machen können. Denn eine Politik, die wir sehr stark sehen, die derzeit auch in der Türkei sehr viel Resonanz in der Gesellschaft findet, ist, wenn Mitglieder der Regierung und insbesondere der Staatspräsident auf die vielen Widersprüche des Westens hinweist. Ja, Demokratie predigen, aber hippokratische Politiken führen. Oft sind diese Kritiken tatsächlich auch akkurat. Ja, es ist ja tatsächlich so, dass in Frankreich ein Ausnahmezustand verlängert wird. Das ist tatsächlich so. Ja. Es stimmt ja auch, dass die USA eine Todesstrafe hat. Ja. Das ist beschämend, aber es ist real. Ja. Nun ist natürlich die Frage, was macht man mit dem Hinweis auf diese Widersprüche? Dient sie dafür, dass man die gleiche schlechte Politik wiederholt? Ja, ist das eine Ausrede dafür, dass man selber auch die Todesstrafe einführt? Oder ist der Widerspruch ein Anlass dafür, zum Lernen, zum Verbessern, zum Anlass machen? Ja, und das ist natürlich eine Aufforderung, die nicht nur für die Türkei gilt, sondern auch für Europa, die ja auch immer sehr viele Widersprüche entdeckt in der türkischen Politik. Genauso wie auch die türkische Politik immer sehr viele Widersprüche in der europäischen Politik entdeckt. Ja, was macht man eigentlich diesen Widersprüchen, zu was dienen diese Widersprüche? Sie schauen mich an und ich merke, die Zeit wird sehr viel knapper. Einen Punkt möchte ich
gerne noch vielleicht zuletzt ansprechen, auch weil ich jetzt nach vielen Jahren wieder in Stuttgart bin und das mich sehr an eine Zeit erinnert vor 20 Jahren, wo ich unsere wunderbare Landtagspräsidentin und andere Freunde damals vor 20 Jahren haben wir gemeinsam mal Politik gemacht und ich musste dann da nochmal nachdenken, wie wir denn vor 20 Jahren über das Türkei-EU-Verhältnis gedacht haben. Und etwas, was damals uns sehr beschäftigt war, was ist eigentlich die Rolle derjenigen, die in Deutschland leben und oft als Vermittler oder als eine Brücke gesehen wurden, ja? Die über 3,6 Millionen Menschen, die einen Hintergrund, eine Verbindung mit der Türkei haben, die Wurzeln haben in der Türkei. Wir haben damals, daran musste ich heute auf der Herfahrt denken, haben uns sehr dagegen gewehrt, dass man Herkunftspolitik betreibt. Das war eine der Punkte für die damalige Mobilisierung innerhalb der Migrantinnen oder Migrantenstämmigen, zu sagen, nein, nein, wir beschäftigen uns nur mit Deutschland, weil wir wollen ja mehr in der deutschen Gesellschaft auch ankommen und dieses Interesse, diese Auseinandersetzung, die immer auch über die Türkei zu sprechen, ja, das verhindert ein Engagement, das verhindert, das ist zieht von der Zielgeraden sozusagen ab. Ne? Und haben damals eine sehr starke Haltung dazu gehabt, aber als Politikwissenschaftler muss ich sagen, denke ich heute mittlerweile anders darüber. Es ist tatsächlich so, dass in über 100 Ländern dieser Welt Staaten ihren Bürgern Auslandswahlrecht, Formen von Auslandswahlrecht geben. Das heißt, die politische Betätigung von denjenigen, die zum Teil dieses Staates als gehörig gesehen werden, ist etwas, was zunehmend in verschiedensten Staaten beobachtbar ist. Und das ist eigentlich nicht unbedingt etwas, was nur Sorge oder Probleme bereiten sollte, denn wir leben in einer globalisierten Welt und das Engagement von Menschen, die einen Migrationshintergrund haben oder irgendwelche Wurzeln haben, zu mehr als nur mit einem Staat, ist für mich erst einmal auch nur ein Zeichen von politischer Beteiligung. Ich spreche das an, weil natürlich in den letzten Monaten sehr viel auch in den deutschen Medien darüber gesprochen wurde, über die Anhänger und die Oppositionellen. Was passiert jetzt nach dem Putsch? Werden wir jetzt diesen Konflikt aus der Türkei nun auch in Deutschland innerhalb der Migranten erleben, etc.? Das sind Fragen, die seit 20 Jahren immer wieder wiederholt werden. Aber ich denke, es ist auch ganz wichtig, hier nochmal zu betonen, zu sagen, dass es natürlich mehr als nur eine Identität möglich ist, dass das Konzept Identität gar nicht identitär an sich erstmal gezeichnet ist und dass erstmal politisches Engagement oder ein Interesse, sei es auf lokaler, auf nationaler oder transnationaler Ebene, zu einer globalisierten Welt auch natürlich dazu gehört. Ich möchte enden mit einer kleinen provokanten Frage oder These, ketzerischen These am Schluss und möchte fragen, wie viel Demokratie verträgt überhaupt die türkisch-europäischen Beziehungen? Es wird ja immer darüber kritisiert, die Türkei ist noch nicht demokratisch genug oder es gibt andere Aspekte, oder jetzt wird natürlich auch der Flüchtlingsdeal in Zeiten dieser undemokratischen Zeit in der Türkei angesprochen. Ich würde gerne einfach mal die Frage in den Raum stellen wollen, wie viel Demokratie verträgt überhaupt diese Beziehungen? Denn interessant ist, dass wir jetzt nach dem Putschversuch und den nachfolgenden Maßnahmen, die in der Türkei stattgefunden haben, die mittlerweile die Türkei wie in einem Ausnahmezustand darlegt, dass einige schon nun an den Militärputsch in 1980 erinnert, aufgrund der starken Maßnahmen, die stattgefunden haben. Aber jetzt diskutiert, wird auch wieder diskutiert, dass man zwei weitere Kapitel innerhalb der türkisch-europäischen Beziehungen nochmal aufmacht und diskutiert. Daher nochmal die Frage, wie viel Demokratie verträgt überhaupt die türkisch-europäischen Beziehungen. Damit belasse ich es erstmal für jetzt und führe das gerne nachher nochmal aus.